Scheiße. Hä? Achso, ich wollte gerade sagen, ich habe gar nichts vom Museum bekommen. Das ist ja kein Wunder, ich habe es ja auch nicht abgeschickt. Schon wieder zu Hause. Sag mal, was ist mit denen los? Claudi, mein Kind, ich komme gerade von einem kurzen Ausflug zurück. Ich fahre so gerne mit dem Zug. Man kann aus dem Fenster gucken, Neues entdecken und sich nett unterhalten. Tut, tut, Mama. Rainer, yo mate, Rainer. Rasante Preise, wann dann am 23. Okay, was haben wir denn heute überhaupt hier für ein Datum? Ach, moin, moin. Beziehungsweise eigentlich übermorgen, weil ich ja gerne morgens, beziehungsweise Vormittag spiele. Die Uhrzeit zumindest. Alles ab 18 Uhr ist dunkel. Ist so düster. So. Da haben wir ja mal Glück gehabt. 2, 4, 6, ah, oh Gottes Willen, nee, das war schön. So. Hast mich nicht gesehen. Könnt ihr mal gucken, diesen Leuchtefleck zu finden. Und wenn ich ihn denn gefunden habe, dass ich dann drumrum die Bäume abholze, um den Platz zu nutzen. Weil meistens ist es ja jetzt so, dass diese Leuchtflecke einfach zu nah an irgendwas anderem dran stehen, weil ich halt hier alles zuwuchern hab lassen. Und dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht doch noch ein paar Geldbäume hinkriegen, die letzten paar Tage. Das könnte eventuell das Bild der Stadt noch verbessern. So auf den letzten Drücker. Also gestern habe ich noch einen Leuchtefleck gesehen. Der hat mich dann auch nicht interessiert, aber jetzt fällt es mir halt wieder ein. Warte, 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 da ist noch so ein Leckerl. Da habe ich wenigstens die letzten Tage was zu tun. Ah, übrigens, durchschnittliches Wanderergeschwindigkeit liegt so bei 6, 7 Kilometer. Ich habe gestern was gelabert, von wegen 14. Das ist ein bisschen arg stramm. Vor allen Dingen, weil ich, wenn ich jogge, eine Durchschnittsgeschwindigkeit habe von jemandem, der wandert. Krass. Dieses 14 km/h. Also, ich hoffe, dass ich das einfach nur falsch in Erinnerung hatte, weil das vielleicht ein Vergleich war mit jemandem, der Fahrrad fährt und jemandem, der wandert. Aber ich meine, das wäre dann auch 7 km/h dann gewesen. Also, einer hat 7 km/h, einer hat 14, weil es war ja schließlich noch Grundschule. Das wäre wahrscheinlich zu kompliziert für uns Trottel gewesen, wenn wir dann noch so sehr, sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten gehabt hätten. Kann ich mir gut vorstellen, dass sie versucht haben, das noch ein bisschen zu vereinfachen. Ne? Also zumindest als Beispiel im Buch. Später ist das ja was anderes. Ne? Muss aber erstmal die Grundlagen, musste erstmal so ein bisschen einfach herangeführt werden und dann kannst du bumm, zack, schwierig. Ich habe auch noch dieses Bild im Kopf, wie die verschiedenen Leute in die eine Richtung laufen. Das Problem ist jetzt, ich
glaube, ich habe sogar noch in Erinnerung, wie die zwei Stöcke in der Hand haben. Und das ist ja eigentlich erst so ein bisschen später modern geworden mit diesen Skistöcken. Ich meine, gut, bei den Wanderern in den Bergen, die hatten ja schon eher, waren die so schlau und haben tatsächlich zwei Skistöcke benutzt, bevor die Nordic Walking Stöcke so modern wurden. Aber vielleicht bilde ich mir das jetzt auch nur ein, weil, wie gesagt, das ist über 30 Jahre her. Das könnte man dann schon irgendwo verstehen, dass das leicht durchs Hirn gerastelt ist. Oh, der Schmerz, schrecklicher, furchtbarer Schmerz, schlimmer, brutaler, endloser Magenschmerz. Das nennt sich Hunger. Es war nur ein hauchdünnes Minzplätzchen, aber ich war schon so voll. Oh, mein Magen. Oh ja, das kenne ich. Wenn man sich einfach nicht bremsen kann, das ist echt hart. Ich werde diesem Kellner nie im Leben verzeihen. Da kann doch der nichts dafür. Lass den noch ein bisschen liegen. Vielleicht rappelt er sich dann beim nächsten Mal ansprechen sofort auf. So 13 Mal schubsen, da habe ich keinen Bock zu. Das ist jetzt, ich habe auch sonst nie drauf geachtet. Also nicht nie, aber schon lange nicht mehr auf diese Leuchteflecke. Gestern ist er mir halt nochmal aufgefallen. Ich weiß nicht, ob er in letzter Zeit überhaupt mal großartig zu sehen war. Ist ja nicht wirklich zu übersehen, ne? Wenn er denn irgendwo ist, dann glittelt er ja und macht Musik. Da glimmert er und macht Mucke. Okay. Also hier scheint er doch nicht zu sein. Und ich mache jede Menge Blumen kaputt. Jede Menge Blumen kaputt. Das macht die Stadt auch nicht schöner. Ist da ein Kraut? Ja, ne? Ja. Gestern habe ich zweimal so richtig dolle hintereinander genießt. Hat mir der Kiefer, hat mir irgendwie gekribbelt. Kennt man ja vielleicht, wenn man ganz, ganz dolle gähnt. Und dann macht der Kiefer so, ich weiß nicht, so komische, kribbelige Gefühle. Als hätte man überdehnt oder so. Und das ist mir gestern beim Niesen passiert, das war total schräg. Der menschliche Körper ist schon ein Wunderwerk, ne? Er tut Dinge. Dinge tut er. Ich habe mir gestern ein Spiel gekauft, weil das im Angebot war für 5 Euro. Und ich war sofort... einerseits war ich davon angesprochen, weil ich ja im Moment Ausschau halte nach 7 Days to Die. Sie haben mich tatsächlich dazu gekriegt, das in Erwägung zu ziehen, zu spielen. Allein nur, weil ich eben diese eine Hordenbasis austesten will. Und meine Prämisse ist es ja, in dem Spiel dann so weit wie möglich von den Zombies weg zu sein und die sich sozusagen aus Versehen gegenseitig umbringen zu lassen. Und ich kann mir das Ganze dann so aus sicherer Entfernung angucken, wie ein schönes Schauspiel. Genau so habe ich mir das erträumt. Ne? Die sollen ihren Scheiß alleine machen.
Wenn die unbedingt irgendwas abmurksen und fressen wollen, dann sollen sie das untereinander ausmachen und mich aus dem Blödsinn rauslassen. So eine Basis würde ich gerne bauen, die auch wirklich sehr ästhetisch, fast schon wie ein Walzer untermalt, schön anzusehen sein soll. Da freue ich mich schon drauf, das so zu bauen, wie ich das gerne hätte. Vielleicht finde ich auch Gefallen an dem Spiel generell, weil, sagen wir mal so, also es ist vielleicht auch Einbildung, aber die Zombies machen mir nicht wirklich Angst. Also die ganze Zeit, wenn irgendjemand in einem Gebäude ist, das finde ich schon unangenehmer, ne? Weil Gebäude ist Fluchtmöglichkeit natürlich eingeschränkt. Und wenn die da auf einen zukommen, aber es ist halt, ne, wie bei Ark, ja, dann stirbt man halt 35.000 Mal, was soll's. Obwohl mir das Sterben in Spielen ja immer wie eine absolute Niederlage vorkommt, ne? Wo ich dann sag, ja, Spiel ist rum. Hast es vergeilt. Und die Grafik finde ich jetzt auch nicht so geil. Ich meine, Sonnenuntergang ist schön, ja, aber... Pff, jetzt mal ohne Witz, also... ja, also Minecraft-Blöcke bauen. Schön. Bei Seven Days to Die ist es wenigstens so, dass man die Blöcke so ein bisschen anschrägen kann, dass es nicht so sehr nach Minecraft aussieht. Ich meine, bei aller Liebe, Minecraft ist ein sehr witziges Spiel und ist auch sehr putzig, aber wenn's... Also die Grafik ist ja echt für einen Eimer. Also wirklich furchtbar. Also wenn man die Möglichkeit hat, einen Shader drauf zu klatschen bei Minecraft, dann sollte man das absolut als erstes machen. Weil... Oh, bei aller Liebe, nee. Nee. Also ich mag ja Comic-Stil, ne? Aber... Oder bundisch. Aber wenn ich mir so die Grafik von Seven Days to Die angucke, dann sag ich nicht, boah, geil. Echt nicht. Und dieses Generation Zero, das ist im Grunde genommen dasselbe wie Seven Days to Die, nur eben statt Zombies sind es Maschinenroboter. Und das, da ich ja Terminator-Fan bin, beziehungsweise ich bin ja schließlich in den 80ern auch groß geworden, obwohl ich ein bisschen zu spät die Filme geguckt habe. Also ich war auf keinen Fall im Kino. Der einzige Alien-Film zum Beispiel, den ich im Kino gesehen habe, war tatsächlich der vierte. Weil für alles andere war ich einfach noch zu jung. Die waren ja, glaube ich, auch ab 18. Also ich würde vermuten, der dritte ist auch nicht ab 16, sondern eher ab 18. Aber damals war es noch ein bisschen krasser geregelt, ne? Mittlerweile ist ja auch Zombie irgendwie nicht mehr so 18, FSK 18, obwohl dieses, wie soll ich sagen, dieses Nekrophilie oder so, was es so andeutet irgendwo, oder Nekromanie oder wie die ganze Scheiße. Nekrophilie ist, glaube ich, wenn man mit, ja, lies es selber nach oder lies es besser nicht nach, das ist und ja, das ist lange Zeit, ist das ja noch auf FSK 18 gewesen. Ob es jetzt noch so ist, ich weiß ehrlich gar nicht, welche Filme im Moment so in den letzten Jahren rauskamen, die tatsächlich noch FSK 18 waren. Weil wir sind ja so abgestumpft und ne? So sehr Dinge gewöhnt. Abgestumpft halt. Dass es wahrscheinlich eher schwierig ist, irgendwas noch auf FSK 18 zu kriegen. FSK 16 ist kein Problem. Also ich meine, sobald irgendwie Gewalt, Blut und so, ne, ist FSK 18. 16. Aber bei 18, das ist halt so ein Ding, ne? Porno wahrscheinlich, ne? Porno ist vermutlich 18.
Aber so andere Dinge, was weiß ich, von Horror-mäßigen oder Thriller-mäßig, was da dann halt 18 ist. Also wahrscheinlich alles, was mit Sex irgendwie zu tun hat, denke ich mal. Und die Reportage, die ich da geguckt habe, als diese ganzen Beschränkungen unter 18 immer wieder wegfielen und dann plötzlich aber nur noch diese Nekromanie und eben Sex übrig blieben. Das ist ja auch schon länger her, als ich das gesehen habe, diese Dokumentation. So. Gut, dann würde ich 2 Tage vorrutschen und dann halt die morgendliche Runde drehen. Nochmal die Zeit auch ein bisschen, also die Uhrzeit zurückdrehen, aber 2 Tage nach vorne und dann hätte ich den Rainer nochmal. Vielleicht kriegen wir ja sogar noch ein Bild. Ich meine, in den paar Tagen werden wir auch keine 3 Bilder kriegen, aber toi toi toi, möglich ist alles.